So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Oh mein Gott, der Adi ist abgehauen. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Ich habe nämlich was bestellt und ich muss mich beeilen. Die Kamera fährt schon wieder zusammen. Und zwar habe ich bestellt bei Krasser Stoff Merchandising GmbH in Berlin. Und wer weiß, was Krasser Stoff ist, der schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe in letzter Zeit nämlich ganz, ganz viel eine bestimmte Band gehört, eine bestimmte Gruppe, die mich durch ihren trockenen Humor, ihre stumpfe Art und Weise jedes Mal zum Feiern bringt. Auch in den Streams ist das immer mal ein bisschen durchgekommen, ne? Diese stumpfe Art und Weise, dieser trockene Humor und gleichzeitig dieser asoziale Lifestyle. Nehmt euch da kein Beispiel. Da denkt einfach, das sind Kunstfiguren, so wie Hannes und ich, wenn wir Videos hochladen, das sind wir auch in den Videos, denkt man, wir sind immer so dabei, wir machen das nur für die Arbeit. Wir müssen in den Videos immer so tun und eigentlich ist es ja doch ganz anders. Jetzt wollte ich mir die ganze Zeit, weil die ein neues Album rausgebracht haben, ein Bundle bestellen mit CD und mit T-Shirt, obwohl das T-Shirt eigentlich... Weiß ich nicht, wüsstest du gar nicht, dass es davon ist. Dann habe ich lange überlegt. Dann habe ich gesagt, ach komm, bestellst du jetzt einfach. Dann habe ich gesehen, das Bundle ist ausverkauft, es gibt es nicht mehr. Da war das T-Shirt weg. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier ein Album, haltet euch fest, von Menasmos, Penner Gang. Ist das nicht herrlich? Und das ist nicht mal eine, das ist nicht mal eine Jewel Case oder irgendwas. Das ist hier so ein Pub Case. Und wenn ich mir das schon angucke, wie das hier aussieht. Menasmos, Penner Gang, der Vater, die Mutter, die Tochter und der Sohn wahrscheinlich. Also schon alleine das Cover zeigt genau einfach, wie der Inhalt der CD ist. Also wer Menasmos nicht kennt, der muss sie Lendi am besten nicht kennen. Egal, lasst die einfach für mich. Reicht ja, wenn ich die höre. Das sind auch Lieder drauf. Die Lieder können wir euch auch mal vorlesen. Zum Beispiel Nummer 1, Hurensohn. Nummer 2, Teddy. Featuring DJ Sperma Ficker. Dann ist 3, Drachenlord. 4, Hey John. Featuring Maxim von KIZ. 5 ist 99 Puffs. 6 Bosse, 7 Schnapskippen Dosenbier, 8 Benno mit Z, Denno mit Z, 9 Pennergang, 10 Blau, 11 Anti-Alkoholiker, 12 Mobbing und die 13 3 Uhr nachts Featuring DJ Arschloch Ficker steht da. So. Was das alles ist, kann man auf YouTube sehen. Wir wollen das jetzt mal hier auch aufmachen und dann wollen wir euch gleich noch zeigen, was da noch drin ist. Das ist nämlich nicht nur die CD alleine, da ist auch noch was anderes dabei. Jetzt zieht die dreckige Schere oder was? Jetzt schlitze ich dir hier die ganze Kutte kaputt. So, einmal rein in die CD. Eigentlich hätte ich gleich zwei bestellen müssen, dass wir eine original verpackt lassen und die andere aufmachen können, weil das ja bestimmt jetzt super aussieht. Jetzt machen wir es mal auf. Dann habt ihr hier die CD Menasmos Penner Gang mit dem Menasmos Logo drauf. Könnt ihr hier rausnehmen. Da freuen die sich sogar total. Guckt mal, da ist nochmal ein anderes Bild in der Mitte. Da sind die richtig fröhlich und da hat der Sohn auch eine Brille auf und ach, das ist so lieblich und so schön gemacht. Ihr habt dann noch so ein kleines Booklet sozusagen. Das könnt ihr aufmachen. Da seht ihr nochmal die Visagen, wie die eigentlich aussehen. So, dann macht ihr nochmal weiter. Seht hier noch da die zwei Visagen. Ich weiß gar nicht, was da alles steht. Das werde ich mir in Ruhe mal durchlesen. Habt ihr sowas schon gesehen? Das ist auf jeden Fall so liebevoll gemacht und sieht so doof aus. Also... ich feiere das. Ich hoffe, die machen noch ganz viel. Am liebsten würde ich alle anderen Sachen auch kaufen, aber wahrscheinlich musst du dir die alle runterladen und musst du dir selbst auf eine CD pressen, weil es das alles immer nur digital gab. Und hier ist jetzt noch
ein Sweater drin, also ein Sweatshirt, also eigentlich ist es ein Pullover, oder? In der XL vom Kahn-Kiosk. Das ist das, was ich eigentlich als T-Shirt haben wollte. Kahn-Kiosk mit einem Menas Moos Logo drauf, vorne oder auch nicht. Und hinten halt einfach die ganze Aufschrift. So, das ist hier dicker, fetter, weißer Pullover, MM. Hier hast du den Ärmel runter, da steht überall Kahn-Kiosk, noch mehr Kahn-Kiosk. Hier steht wieder Kahn-Kiosk und hinten drauf habt ihr dann Kahn-Kiosk. Viele verschiedene Biersorten, alle SIM-Karten, kalte Getränke, Aufladekarten, Kaffee-to-go, Tabakwaren, Süßwaren, Eis, 24 Stunden geöffnet. Wenn ihr also mal in Frankfurt seid, Frankfurt am Main, geht mal zu dem Kahn-Kiosk, da haben die wohl sehr viele Musikvideos gedreht und die supporten den Kahn-Kiosk auch immens. Deswegen, ich bin sowieso jemand, der mag gern weiße Pullover, weil die so edel sind. Wir werden uns jetzt mal hier reinzwängen, mal gucken, ob der passt, wie der mir steht, ja. Und dann könnt ihr da mal selbst ein Auge drauf werfen, ob das sich gelohnt hat, den Ramses hier schön in diesen weißen Kahn-Kiosk-Pullover reinzuquetschen. Das sieht doch gut aus, oder? Von den Ärmeln her und allem drum und dran. Auch mit dem Rücken hinten. Kahn-Kiosk, ich weiß jetzt nicht. Sieht man schlecht, kann mich ja nicht rumdrehen. Ich finde es auf jeden Fall nett. Das hätte ich als T-Shirt gehabt. Jetzt habe ich es halt als Pullover. Ist ein bisschen doof, weil es gerade so warm ist draußen. Ich kann auch einfach die Ärmel abschneiden. Dann habe ich es als Weste. Kennt ihr Menas Moos? Feiert ihr Menas Moos? Schon mal ein Lied gehört von Menas Moos? Ich glaube, die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Dazwischen gibt es wieder mal nichts. Das ist mein Support-Paket gewesen für Menas Moos. Und ich bin gespannt auf neue Musik von den Jungs, auf neue Videos. Ich feiere das immer. Immer. Ein Bier auf, ein Menas Moos-Lied an. Feiere ich einfach. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist die letzte CD oder das letzte Album, was ihr euch gekauft habt, beziehungsweise von wem? Ich wüsste gar nicht, was das letzte davor da war, weil ich eh nie Zeit habe, Musik zu hören, aber das musste jetzt einfach mal sein. Schon alleine auch wegen dem Pullover. Was war das letzte, was ihr euch gekauft habt an Musik? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.